Damit willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Ich weiß, es ist ein bisschen früh für eine Folge. Keine Angst, nachher kommt das Dorfprojekt. Heute Update-Info. Soweit ich verstanden habe, Punkt Nummer 1. Keine Szenerien fürs Nachtdorf und kein Skin. Warum? Weil die Sachen nicht 3D sind. Im Heimatdorf sind die Helden in 3D. Darum ja auch die, kann man auch ganz gute Skins machen, weil die in 3D sind. Im Nachtdorf ist es nicht der Fall. Der Hintergrund des Heimatdorfes ist in 3D gestaltet, könnte vielleicht auch wegen dem Brunnen, nicht dem Brunnen, sondern dem Wasserfall dran liegen, da der auch in 3D ist. Im Nachtdorf ist nichts in 3D. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass die dann, sag ich mal, keine Szenerien fürs Nachtdorf und keinen Heldenskin, sag ich mal, für die Kampfmaschine planen, da die Sachen nicht in 3D sind. Punkt Nummer 2, soweit ich verstanden habe, mehr Challenges in Zukunft geplant. Zur Info, Challenges, was meine ich jetzt damit? Ja, die Winterherausforderung, die Schweineberg-Herausforderung, sowas wollen sie, denke ich mal, also soweit ich es verstanden habe, wollen sie in Zukunft machen. Würde in meinen Augen auch nur Sinn ergeben, da diese Herausforderungen sehr beliebt waren. Also die kamen echt ziemlich gut bei den Spielern rüber. Punkt Nummer 3, das ist sehr, sehr sicher. Hothouse 14 kommt. Ja, das ist jetzt vielleicht ein Punkt, wo man sagt, ja, ist doch klar. Die sagen, alle 8 Monate, ja, 8 Monate, nee, warte, alle 14 Monate, glaube ich, ne? Alle 18 Monate? Ist egal. Die sagen auf jeden Fall, die haben eigentlich ein bestimmtes, eine Zeitdauer, wo die neues Rathaus rausbringen wollen. Und es ist ja nicht gesagt, dass sie es quasi dieses Jahr wirklich rausbringen. Auch wenn sie diesen Zeitraum haben und einplanen wollen, kann ja immer was dazwischen kommen. Aber Rathaus 14 kommt. Sind auch jetzt am Ende dieser Episode. Ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Clash of Clans wieder.